Wir sprechen jetzt über die Klimakleber. Die Aktivisten waren heute unterwegs an den Flughäfen in München und in Berlin. Birgit Kelle sitzt hier und sagt, wir brauchen endlich härtere Strafen. Ja. Ihr Thema. Ja, heute haben wieder in München und in Berlin Mitglieder der sogenannten letzten Generation, wobei man nur hoffen kann, dass das wirklich die letzte Generation ist, sich illegal Zugang zum Flugfeld verschafft, mit dem Ziel, den Flughafen lahmzulegen und es auch zumindest in München mal kurz geschafft. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir diese jungen Straftäter genauso behandeln, wie wir jeden anderen Straftäter auch behandeln würden. Wir schauen uns die ganze Zeit schon an, was sie treiben. Zuerst waren es Straßenblockaden, dann waren es Angriffe, Sachbeschädigungen auf Kunstwerke. Jetzt sind es die Flughäfen. Man fragt sich, was nehmen sie sich als nächstes vor? Auf ihrer Homepage steht, dass sie die öffentliche Ordnung stören wollen. Ansonsten stört das aber in unserer Bundesregierung offensichtlich niemanden, weil wir reden immer noch von Aktivisten und von Klimarettern. Nein, das sind Straftäter. Auf den gefährlichen Eingriff in den Flugverkehr kriegt man normalerweise Gefängnis. Und ich würde Sie alle bitten zu überlegen, was Ihnen eigentlich passieren würde, wenn Sie morgen versuchen, einen Flughafen zu entern mit dem Ziel, ihn lahmzulegen. Wir alle würden in den Bau gehen. Und genau das, denke ich, sollten wir jetzt endlich auch mit diesen Straftätern tun. Denn wir würden es auch nicht dulden. Es geht nicht um das Ziel. Es geht nicht darum, was Sie eigentlich wollen. Denn wir würden jeden Reichsbürger und jeden jungen Rechtsradikalen würden wir genauso in den Knast setzen und würden nicht klammheimlich Freude empfinden. Also endlich alle Gesetze anwenden, die wir haben. Herr Stahl, ich glaube, wir können offen darüber reden. Sie waren kriminell in Ihrer Jugend, haben härtere Strafen. Ich habe mich aber nicht festgeklebt. Nicht festgeklebt, aber haben härtere Strafen Sie abgehalten davon? Ist das etwas, was einen abhält? Also es kommt immer darauf, wann du die härteren Strafen erlebst. Und das ist nämlich das Entscheidende. Wenn du sie gleich früh erlebst, haben sie eine abschreckende Wirkung. Wenn du aber lange damit durchkommst, dann lernst du im Knast nur welche kennen, mit denen du noch Geschäfte planst. Bei denen ist es so, das merkt man ja immer wieder, denen geht es vor allen Dingen um ihre eigene Wirkung, um ihre Klickzahlen. Und da sind wir wieder bei dem Thema linkes und grünes Augenblick. Das ist ja der verlängerte Arm auch der Grünen. Und ich frage mich, ich habe es ja schon mehrfach gefordert, wo ist eigentlich die Distanzierung der Grünen von diesen Herren und Damen? Und immer wieder, man muss sich vorstellen, was sind wir eigentlich für eine Bananenrepublik? Ich meine, da können die sich auf dem Flugzeugplatz, im Flughafen in Berlin und dort Zutritt gewähren. Sie können sich da feststellen. Sie können machen, was Sie wollen. Und Sie sagen ja auch, wir werden immer mehr machen. Nur noch mal zur Erinnerung, das wurde hier gerade nicht gewahrt. In Berlin ist eine Frau unter einen LKW geraten und die Rettungsfahrzeuge kamen zu spät. Ob sie noch leben könnte oder nicht, aber es wurde gesagt, es hat auf jeden Fall die Zeit minimiert. Und einer dieser Gruppe hat gesagt, Mann, wir sind hier im Klimakrieg, nicht Klimakuscheln. Ja? Und da frage ich mich, wo soll das hinführen? Für mich sind das Kriminelle, ich war kriminell, das ist eine kriminelle Handlung, man greift in die innere Sicherheit ein. Und wenn ich dann aber einen Herrn Gysi, der das natürlich auch natürlich ganz aus eigenem Unnutz tut, sich hinstellt und diese Leute da vertritt und sagt, setzen Sie ein Zeichen, sprechen Sie diese Leute frei, die kämpfen ja für die Freiheit. Und dann, und ich bin übrigens seit 9,5 Jahren Aktivist, habe an so festgeklebt, habe keine innere Sicherheit bedroht, auch keine Fahr ausgeübt. Aber bei 9 Jahren für den Kinderschutz, und dann wagen die sich, Klima und Kinder in einem Atemzug zu nehmen, machen aber nichts gegen Missbrauch, machen nichts gegen Mobbing und Gewalt. Und da für die Zukunft der Kinder, wagt euch nicht, die Kinder mit diesen Dingen in Zusammenhang zu bringen. Ihr tut einen Scheißdreck für die Kinder. Es geht dort um euch. Und dann fahrt ihr auch noch mit Autos dahin? Was für eine verlogene Heuchelerei. Wen wollt ihr eigentlich verarschen? Und nochmal, Frau Baerbock, es sind Ihre ideologischen Freunde. Ich fordere Sie als Außenministerin auf und auch Herrn Habeck, hier endlich ein Statement zu machen. Dass ihr es nicht wollt, ist mir schon klar, weil es natürlich eure Wähler sind und die da dranhängen. Aber es geht um die innere Sicherheit. Ihr wolltet den Job, dann macht ihn. Oder legt das Amt nieder, weil so fördert ihr innere Unsicherheit und gefährdet unser Land. Alle durchweg. Schauen wir doch mal an, was Sie zu sagen haben. Schauen wir mal auf die Gründe, warum man sich dort... Brauchen Joints, sonst ertragt es nicht. Die habe ich jetzt leider hier gerade nicht zu bieten. Schauen wir auf Malte. Ich tue das, weil die Regierung nicht genug handelt. Die Regierung hat die Krise nicht im Griff. Und alle anderen Methoden sind leider ausgeschöpft. Ich habe auch keine Lust, das hier zu machen. Und ich weiß, dass viele Leute das nicht verstehen werden. Aber wir haben keine andere Wahl mehr. Ich weiß auch, dass ich hierfür vielleicht auch wieder im Gefängnis lande, wo ich vorher schon war, wo jetzt gerade 4 Leute sind, 2 davon bis zum 5.1. Und ich habe keine Lust, Weihnachten im Gefängnis zu verbringen. Ich habe keine Lust, Neujahr im Gefängnis zu verbringen. Ich möchte auch lieber bei meiner Familie sein. Aber die Lage drängt.
Herr Schmiel, wenn Sie Malte zuhören, spüren Sie da die Verzweiflung? Vielleicht können Sie mal den Versuch wagen, uns diese Generation zu erklären. Also Ferndiagnostik ist immer schwierig an einem einzelnen Videobeleg. Mich irritieren nur die Zahlen, dass die schon wieder am 5. Januar draußen sind, die, über die er da gesprochen hat. Also das heißt, das ist so. Natürlich ist diese Generation verzweifelt. Natürlich hat diese Generation auch einen emotionalen Druck. Nur es war noch nie der Fall, dass die Schädigung von Unbeteiligter zu einer sinnvollen Diskussion führen. Das funktioniert nicht. Es ist genauso, wenn man jetzt einfach, weil man für den Kinderschutz eintritt, irgendwo hingeht und ein paar Leuten vor die Klappe haut oder andere Dinge verhindert. Das hilft ja nicht für den Prozess. Und man merkt ja auch, ich bin selber, besitze kein Auto, finde viele Sachen, die inhaltlich passiert, toll. Aber man entwickelt ja eine Antipathie plötzlich aufgrund dieser Maßnahmen. Und deshalb kippt dieser Prozess gerade in die falsche Richtung. Deshalb kann man sagen, überlegt euch etwas, was förderlich ist, wo ihr das Wohlwollen der Gesellschaft auf euch zieht, anstelle sozusagen die Wut von allen. Und wenn dann auch noch Menschenleben dabei betroffen sind, dann ist ein Zeitpunkt gegeben, da muss einfach mit anderen Bedingungen einhergegangen werden. Ja, aber das ist doch genau das Problem. Also wenn ich dann höre, es geht ja auch nicht nur um die Bundesregierung, wo ich denke, eben die lassen das ja auch gewähren, weil sie klammheimlich damit auch sympathisieren. Weil man ja genau genommen sozusagen hier diese Kinder jetzt auf dem Rollfeld die Arbeit machen, um die Politik zu rechtfertigen, die man dann im Bundestag beschließen will. Mich irritiert viel mehr, wenn selbst der Präsident des Verfassungsschutzes irgendwie sagt, ja, nee, gegen die letzte Generation muss man nicht beobachten. Das sind ja nicht Extremisten. Ja, also wir haben jetzt gerade eine Woche hinter uns, wo wir irgendwie eine Rollstuhlarmee mit 3000 Polizisten, haben wir ein paar Rentner in Maßanzügen verhaftet, irgendwie, weil die angeblich den Putsch... Na gut, die wollten den Bundestag eventuell stürmen, es wurden da auch Waffen, da sitzen jetzt auch einige... Ja, möglicherweise waren es legale Waffen, wir wissen noch nicht einmal, ob das illegale Waffen waren. Ich will nur sagen, wir sind also ein Land, das 3000 Polizisten in Gang setzt, irgendwie um einen Royalisten, der gerne sein Reich zurückhaben möchte, irgendwie festzunehmen, was halb grenzwertig ist. Ich verlange nur, dass der Verfassungsschutz sich dann bitteschön genauso mit einer jungen Generation befasst, die jetzt schon bereit ist, Sachbeschädigungen zu machen, Hausfriedensbruch zu machen, die auf ihrer Homepage ankündigt, dass sie die öffentliche Ordnung stören will, und zwar so lange, bis die Regierung das tut, was sie will. Nötigung und Erpressung ist das. Das ist Nötigung und Erpressung. Das sind jetzt schon Straftaten, die begangen werden, und wir leben mit einem Land, wo man sagt, ja, da muss man Verständnis haben. Nein, sorry, ich habe null Verständnis. Ich habe übrigens in einem Flieger gesessen, als sie das erste Mal am BER drin waren, und ich habe 2 Stunden im Flieger gesessen, weil die auf dem Rollfeld klebten, und das nächste Mal irgendwie würde ich die am liebsten selber vom Rollfeld wieder runterkratzen. Ich habe kein Verständnis, und wir dürfen genau genommen in einem Rechtsstaat auch gar nicht in dem Sinne mit Verständnis arbeiten, weil es nämlich egal ist, aus welcher Motivation heraus das passiert. Wir sind vor dem Gesetz alle gleich. Ja? Und wer eben, wie soll ich sagen, man muss nur mal theoretisch durchdenken, wenn das jetzt nicht die Klimakleber wären auf dem Rollfeld, sondern die Reichsbürger, wären dann hier alle genauso entspannt und wäre unsere Regierung genauso entspannt, wenn jetzt plötzlich Reichsbürger mit ihrem Rollator auf unserem Rollfeld auftauchen und sagen, wir machen den Putsch jetzt auf dem Rollfeld. Nein, dann wären alle so, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, das heißt, wir messen auch hier wieder mit zweierlei Maß, weil man heimlich sympathisiert mit dieser Bewegung. Ja, während man an anderer Stelle mit aller Härte des Gesetzes durchgeht. Auch hier sage ich, ich will gar keine Sonderbehandlung. Ich will, dass die Sonderbehandlung aufhört. Wir wollen hier ja vor allem auch verstehen, warum Menschen sowas machen, warum sie diesen Weg wählen. Weil sie keine ernsten Probleme haben. Ganz einfach. Also muss man ja wirklich sagen, das ist... wenn man sich die Sorgen anguckt, die nun mal die Klimaentwicklung aus Sicht dieser Generation mit sich bringt und die das Gefühl haben... Die Versäumnisse der Politik, wenn man bestimmte Ziele vereinbart, die gemeinsam vereinbart werden und diese Ziele nie erreicht werden und alle Bemühungen nicht ernst genommen werden, dass dann jemand auf die Straße geht. Das haben wir, als wir gegen die Abrüstung, also für die Abrüstung demonstriert haben, sind wir auch auf die Straße gegangen und haben uns sichtbar gemacht. Aber du hast eine Demo angemeldet, genau. Das war alles legal, das Recht haben wir auch. Genau. Und das ist zum Beispiel ein Ding, ich mache seit 9 Jahre Kinderschutz. Wenn ich mich auf einer Straße festgeklebt hätte oder sonst was gemacht hätte, ich wäre sofort im Bau gegangen, hätten sie ein Exempel statuiert, dass ich mir das nie wieder wage. Ja. Ich finde es okay, dass sie sich festkleben. Klebt euch am Bundestag fest. Klebt dich an Lauterbach oder Scholz fest. Hat er morgen sowieso wieder vergessen. Macht bitte. Aber hört auf mit der Nötigung. Ihr wollt den Klima schützen, dann hört die Leute auf zu erpressen. Ihr nötigt die Menschen und der Hass wird steigen. Ist wie mit dem Gleichen. Ist übrigens genau das Gleiche.
wenn sie nicht darüber reden, welche fehlende Migration hier stattfindet und welche Gefahren sind, fördern sie damit Hass, wenn sie es totschweigen. Und genau das ist das hier. Aber es ist der verlängerte Guerillaarm der Grünen. Und deswegen wird es toleriert. Herr Jotzo, erreichen Sie die Menschen noch? Erreichen Sie die, die sich auf die Straße kleben, die, wie Herr Schmiel sagt, die Hoffnung, das Vertrauen, die Perspektive verloren haben? Also ich glaube, die, die auf der Straße kleben, die erreicht die Politik nicht. Das ist ja auch verständlich. Dann geben Sie die auf. Die wollen, ja, selbstverständlich. Das ist eine kleine Gruppe, muss man ja sagen, von 30 sehr stark radikalisierten Personen. Und die wird man auch nicht erreichen. Die muss man eben mit rechtsstaatlichen Mitteln auch in den Griff bekommen. Das ist aus meiner Sicht. Wie lange warten wir da noch? Moment. Es ist nicht ganz, wenn man also sich auf die Straße klebt und sagt, ich verlange von der Politik, dass sie ein Busticket bundesweit für 9 € einführt. Ja, und bis es fertig ist, klebe ich mich nicht los. Ja, das geht einfach nicht. Jeder weiß, dass sowas nicht funktioniert. Weil dann setzt sich der Nächste und ich will kostenlos Bier und ich will Äpfel und ich hätte gern ein Haus für 9 €. Das wird nicht funktionieren. Deswegen muss ja auch die Politik da durchgreifen. Wir haben 2 ganz einfache Vorschläge gemacht. Das eine ist, was am 1. Mai gut funktioniert, ist ein beschleunigtes Verfahren. Manche von diesen Tätern haben schon 30 Mal geklebt bis jetzt. 30 Aber verstehe Mal. Nicht, wenn es 30 Leute sind und die haben alle schon 30 Mal geklebt, warum sind heute wieder 2 Flughäfen lahmgelegt? Das ist ja eben der Punkt, weil eben keine beschleunigten Verfahren durchgeführt werden, sodass man die auch mal bei Wiederholungstaten etwas länger in Haft nehmen könnte beispielsweise. Ja, es geht ja darum, einmal strafrechtlich gegen sie vorzugehen und dann der zweite Vorschlag, den auch die FDP gemacht hat, war, wir wollen eine Schadensersatzplattform, wo die Bürger, es sind ja Hunderttausende, die jeden Tag davon betroffen sind, wo die Bürger, die materielle Schäden erleiden, zum Beispiel, weil sie mit dem Mietwagen von einem Carsharing-Anbieter nicht in Urlaub fliegen können, wenn sie den gebucht haben. Oder weil sie nicht in Urlaub fliegen können, weil sie einen Geschäftstermin verpassen oder ähnliches. Da entstehen Kosten und die müssten durch so eine Plattform wie bei Fluggastrechten einfach geltend gemacht werden können. Das könnten nicht alle machen, aber das wären vielleicht pro Stau 20.000, 30.000 Euro. Und dann würden nämlich die Finanzströme, die momentan eben das Ganze tragen, weil die kriegen ja auch noch Geld aus Inland und Ausland, die sammeln Spenden und darüber finanziert sich das alles. Das müsste man sich ansehen, das wäre ganz dringend. Nur das Problem ist, wir haben bei Grünen und Linken, da beißen wir auf Granit an der Stelle. In Berlin, ein rot-grün-roter Senat, haben überhaupt kein Interesse daran, beschleunigtes Verfahren, Schadensersatzplattform, alles abgelehnt. Und das ist das Problem. Wir brauchen ein konsequentes Vorgehen. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Man könnte es auch machen, aber es wird stillschweigend toleriert und das geht nicht. Genau, das ist aber das Einzige, das ist genau das Kernproblem ist. Es wird toleriert, ja. Wir haben sozusagen, es gibt genug oder zu viele Leute in diesem Land, die Verständnis haben dafür und deswegen eben, und genau darauf können die auch bauen. Und genau genommen irgendwie, es lohnt gar nicht darüber zu diskutieren, ob die reden wollen, weil genau genommen, wenn die reden wollten, dann würden sie schauen, dass sie sich in den demokratischen Prozess einschalten. Aber genau das tun sie auch nicht, ja. Also um den lieben Malte zu zitieren, er sagt, alle anderen Methoden sind ausgeschöpft. Welche Methoden, bitteschön, hat denn der liebe Malte schon ausgeschöpft? Ja, die Frage ist, was kommt danach? Davor habe ich große Sorgen. Für mich erinnert es an teilweise Entwicklung der 70er Jahre der RAF. So hat übrigens der liebe Herr Müller, Tatjo Müller, auch gesagt. Wir haben so ein bisschen verniedlicht als grüne RAF. So verniedlicht. Wenn man solche Dinge schon hört, frage ich mich, wohin soll das führen? Und genau davor, was ist denn das nächste Ziel? Ja, genau. Wie radikalisieren Sie sich denn? Und dann sagt der Verfassungsschutz, ach, sind nicht so schlimm. Oder Herr Gysi, um sich selbst zu profilieren, sagt, ach, sprechen Sie ein Grundsatzurteil, die sind doch gar nicht so böse. Aber wisst ihr, nur nebenbei, Marcel Lute, ich und Tischis haben ja dafür gesorgt, dass in Berlin Neuwahlen sind. Wir haben ja dafür gesorgt, dass die Demokratie geschützt wird. Das kam ja jetzt alles raus. Also haben wir ja in Berlin die Möglichkeit, neu zu wählen. Und vielleicht kapiert jetzt der eine oder andere, der nicht gewählt hat, oder der vielleicht denkt, oh, ich wähle mal anders, dass man jetzt in Berlin einen solchen Totschweiger- und kriminellen Unterstützersenat, der nicht mal seine Opfer entschädigt, von Kindesmissbrauch, wo sie sich 30 Jahre mit schuldig gemacht haben, entschädigt, vielleicht mal anders wählt. Wäre nur mal ein kleiner Hinweis, wir haben ja genug dafür getan, um die Demokratie zu schützen. Das hier ist eine Gefährdung der Demokratie. Und nochmal, linkes Auge und grünes Auge blind. Wir machen den Mund auf, es reicht.